Liebe Freunde, wir wünschen euch ein unwahrscheinlich gesegnetes, euch zutiefst ergreifendes, für Jesus freisetzendes Jahr 2021. Ich kann euch nicht versprechen, dass es leicht wird, aber eines kann ich euch garantieren, die Gnade Gottes wird mit uns sein. Die Gunst Gottes wird mit uns sein. Und ich freue mich so sehr über jeden, der diese Bibelschule, diese Winterbibelschule bei der Taube in Heidelberg absolviert. Und ich rate euch auch weiterhin die YouTube-Botschaften von der Gabi auf ihrem Alltagssieger. Ja, und auch von meinem meine YouTube-Botschaften, vor allem die 40 Tage Reich Gottes anzuhören und zu verstoffwechseln, okay? Denn wenn es nur da oben bleibt, ist es nicht genug. Es muss mit Glauben gemischt werden in unseren Herzen. Ja, Gabi, vielleicht willst du anfangen oder soll ich weitermachen? Gerne sage ich was. Ja, wir wünschen euch für das neue Jahr 2021 einen Glauben, der stabil ist. Und wenn ihr auf dem Fundament des Wortes Gottes lebt in diesen Tagen, werdet ihr in diesem neuen Jahr erleben, wie Gott Zeichen und Wunder tut für euch, durch euch und mit euch. Und wie er durch euch in größten Nöten, die kommen werden, in allen Bereichen eures Lebens, wie er euch den Sieg zeigen wird, den er bereits für euch hat. Ihr könnt euch sicher sein, das neue Jahr ist von Gott bereits geplant, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und er hat viele große Herausforderungen eingesetzt, damit ihr im Glauben wachst und damit es euch gut geht am Ende des Jahres und ihr rückblickend sagen könnt, der Herr hat alles wohl gemacht. Und dafür wünsche ich euch jetzt schon viel Freude und Kraft hier aus Uganda und ein ganz heißer Tipp von meiner Seite, besucht hier Vision für Afrika unbedingt in diesem neuen Jahr. Macht es auf eurer Agenda, es ist ein wunderschönes Land und ihr werdet es genießen. Ja, Gabi, danke für diese guten Wünsche. Ihr Lieben, ich vertraue, dass diesen Menschen, die ihren Glauben hundertprozentig in das Wort Gottes setzen, dieses Jahr wirklich zu einem Siegesjahr erklären werden. Aber es werden Situationen kommen, wo wir wie ein Daniel uns den Situationen stellen müssen, wem gehorchen wir, Gott oder den Forderungen der Welt. Und da möchte ich euch das Wort geben, das für mich ein unwahrscheinliches Erlebnis war mit meinen Kindern. Bevor ich Sommer nach Europa geflogen bin zum Dienen, hat Gott mir das Wort gegeben und wir haben nur Hausgottesdienste gehabt. Und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum seid fröhlich. Und da könnt ihr weiterlesen. Wisst ihr, der Teufel ist zu uns herabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und in dieser kurzen Zeit müssen wir Durchstehvermögen beweisen. Wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Die tanzten mit Jesus im Feuer. Die Löwen schnurrten wie kleine Kätzchen neben dem Daniel. Ihr Lieben, eine Königin Esther durfte erleben, durch ihren Mut, durch ihre Geradlinigkeit, durch ihre Kühnheit, wie das ganze Volk gerettet wurde, das jüdische Volk. Ein Daniel wurde nachher in hohe Positionen, auch politische, gesetzt. Auch die drei Jünglinge im Feuerofen. Ihr Lieben, Gott sucht Menschen, die ihr Leben nicht lieb haben bis in den Tod. Amen. Und das habe ich dann meinen Kindern auch verkündigt. Ich habe so circa 12 Kinder in meiner Familie, die mit uns immer mitessen, auch in verschiedenen Häusern um uns herum schlafen. Und dann habe ich gesagt, Kinder, was kann das bedeuten, diese Schriftstelle? Und sie haben ihn überwunden. Sie, die Christen, haben den Teufel überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Sagt ein Kind, war nicht älter wie 7 Jahre, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann es bedeuten. Dann sage ich, wisst ihr, was das Allerschlimmste wäre, was mir geschehen würde oder könnte? Wenn sie euch Kindern vor mir quälen, um mich zu zwingen,
mich von Jesus loszusagen. Dann sagen die Kinder zu mir, Mama, da musst du stark bleiben, da musst du auf Jesus schauen. Wir schauen auf Jesus und je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Mama, bleib stark. Und dann sagen sie etwas, was mich wirklich mit Freude schockiert hat. Und Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Wir schauen auf Jesus, du schaust auf Jesus und wir finden uns im Himmel wieder. Amen. Ihr Lieben, so eine Einstellung brauchen wir alle in diesen Zeiten. Das heißt nicht, dass wir es erleiden müssen, sondern dass wir bereit sind dazu. Daniel war bereit, von den Löwen gefressen zu werden, dem geschnurrt wie kleine Kätzchen. Die drei Jünglinge im Feuerofen waren bereit, im Feuer zu sterben. Sie haben getanzt mit Jesus, kein Haar war versenkt. Und das erbitte ich für dich und mich, dass in schwersten Stunden wir uns voll und ganz auf Jesus verlassen und wissen, unser Leben gehört nicht mehr uns, sondern ihm. Und er kann darüber verfügen, wie er möchte. Und ihr Lieben, da werden wir die Siege erleben, die Gott für uns bestimmt hat. Er sagt mir dauernd, es kommt eine Zeit der Ernte für das Reich Gottes, wie wir uns alle nicht vorstellen können. Er sagt immer wieder, die Freude, die ich vor dir habe, ist so groß, dass du es kaum vertragen wirst. Ihr Lieben, wir werden durch Feuer gereinigt. Und ich spüre, wir sind wie in den Tagen einer Mutter, die sich gefreut hat auf ihr kommendes Kind, aber die Geburtswehen vor ihr stehen. Wie heißen denn die ersten Wehen? Die Vorwehen. Die Vorwehen. Ich glaube, es sind erst noch in den Vorwehen. Ja. Aber wenn dann die Presswehen kommen, ihr Lieben, dann müssen wir durchhalten. Da müssen wir durchstehen und durchhalten. Denn das Leben wird durchbrechen. Amen. Und zwar das Leben, das in keiner Weise mehr bedroht werden kann, weil der Mörder für ein für alle Mal in die Hölle geschickt wird. Und darauf freue ich mich. Ihr Lieben. Ein gesegnetes neues Jahr euch allen aus Uganda. Shalom, shalom. Und noch einmal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.